Hier spricht wieder Ustra und ihr seht eine weitere Folge Technomage. Und ja, wie ich in der letzten Folge schon sagte, wir haben viel zu tun. Und ich werde mich erstmal um die erste Aufgabe kümmern, und zwar die Wächterbienen wieder einsammeln, die hier irgendwo desorientiert rumflattern. Die da zum Beispiel, komm, komm, so, wir brauchen noch zwei Stück. Das macht dann 5 und dann können wir mal schauen, was uns das für eine Belohnung einbringt. Dann brauchen wir den frischen Honig, damit wir Fiola besiegen können in ihrem selbst ernannten besten Spiel da, hier dieses Stangenroulette-Zeug. Darum werden wir uns aber dann alles kümmern. Kein Problem, denke ich. Hier war ich doch schon mal. Das scheint doch der Magus zu sein, hier mit dem Lichtspielen. Horpack oder wie er heißt. Ah ja, gut, dass das mal so gut klappt. Aber keine Sorge, ich wollte eh zum Anfang zurück, denn ich suche ja noch die Bienen. Und die können ja auch theoretisch hier irgendwo rumflattern. Hoffe ich. Nein. Nein, nein, du bist keine Biene. Was ist das denn da unten? Ach, das ist das Gasthaus, okay. Klingelingeling. Ja, Mist. Das ist Mist. Mist, 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 Mist. Kommen wir da zurück. So. Sprungtaste. Gut, okay. Ja, super. Das klappt hervorragend. Jetzt konzentrieren. Jetzt abspringen. So. Wo sind die letzten zwei oder die letzte? Die letzten zwei Bienen. Ich gehe mal zum Palast. Ups. Ich gehe mal zum Palast. Vielleicht ist da noch eine. Okay, müssen wir gar nicht klingeln. Ist auch schön. Höre ich da eine vielleicht? Könnte sein, dass es da eine höre. Bienchen, komm her, ich habe lecker Honig für dich. Komm ran hier. So, 4. Jetzt brauchen wir noch eine. Vielleicht ist die ja bei dem Sprungrätsel. Ich höre wieder einen. Das muss in der Nähe sein. Bestimmt ist das so. Fahr los! Irgendwas ist hier doch faul, dass das funktioniert. Oder ich habe es die ganze Zeit falsch gemacht und es ging von vornherein so. Und ich hätte nicht klingeln müssen und wäre niemals runtergefallen. Vielleicht. Ich höre die doch. Da. Sie machen so ein komisches lautes Brummen. Nein, 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 nein. Biene! Hallo? Okay. Puh. Ich komme in friedlicher Absicht. Wo ist denn die Honigmaid? Da hinten bei der Blume. Also sprich hier. Huch, wo kommt denn schon wieder dieses Fröschchen her, was ich da im Hals habe? Eben ein bisschen trinken. Das habe ich immer nur bei Technomage. Das ist echt schlimm. So, Hühot. Meine kleine Seilbahn. So. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich niemals runtergefallen. Hallo. Hurra, du hast mir meine Bienen wiedergebracht. Danke, Melvin. Jetzt kann ich wenigstens wieder ruhig schlafen. Hey, du musst nicht gleich rot werden. Du verdienst das Lob voll und ganz. Dann nimm wenigstens ein bisschen von diesem Honig als Belohnung von mir an. Gib mir den Honig. Habe ich den Honig? Okay, ich habe auch den Honig. Das ist gut. Dann können wir jetzt der jungen... Verdammt. Der jungen Alchemie-Dame ein bisschen, ja, ihr wisst schon. Ihr wisst genau, was ich sagen will. Wir können ihr ein bisschen Honig geben. Damit sie uns einen Glückstank macht natürlich, um dann die Fiona zu besiegen. Hier ist natürlich alles sehr stark verkettet. Alchemie ist hier runter, wenn ich das richtig lese. Hoffe ich, meine ich. Ja, weiß ich auch. Hier. Hühot, los! Hätten wir das vorher gewusst.
dann wäre das alles nicht so schlimm gewesen. Klopf, klopf, zieh dir was an. Hier komme ich. So. Los, lass knacken. Klasse. Eine frische Bienenwabe voll Honig ist genau das, was ich gerade gebrauchen kann. Hier, nimm diesen Trank als Bezahlung an. Es ist ein geheimnisvoller Trank, den ich einmal für Fiona gemacht habe, damit er ihr Glück bringt. Gut, kann ich sonst noch was kaufen? Hallo, na los. Verrate es mir schon. Mist, ich kann nicht mehr verkaufen. Vielleicht verkaufe ich noch Fackeln. Die brauche ich auch nicht. Los, ich will Reichtümer. Davon hast du genug. Okay. Was sind das denn? Pfeile? Magischer Kubus. Haben. Pfeile. Haben will. Den Rest brauche ich nicht. Danke. Erstmal den magischen Kubus zu mir nehmen. Das ist ja super. Jetzt habe ich plus mehr Mystik. Dann ist ja schon mal das geklärt. Jetzt wieder zurück zum Gasthaus. Habe ich mal einen Timer gestellt diesmal? Stimmt. Natürlich. Als ob ich das jemals vergessen hätte. Upsala. Ich weiß nicht, was das ist. Das tut mir auch wahnsinnig leid, aber das habe ich immer nur hier bei Technomage. Wahrscheinlich gucken das deswegen so wenige. Weil ich der Räusperkönig von... keine Ahnung was bin. Egal, ins Gasthaus und Fiona ein bisschen auf die Nerven gehen. So, muss ich irgendwo hier den Trank nehmen oder was? Wie macht man das denn? Ein Glückstrank. Darf ich das benutzen? Nein? Okay. Ach, du hast es dir anders überlegt. Du willst jetzt ein Spielchen gegen mich wagen. Na dann los. Auf jeden Fall. Okay, dann lass uns loslegen. Ich zeig dir, wie es geht. Hab ich über... mach mal. Mal gucken, ob ich diesmal gewinne. Oder ob du mehr Glück hast als ich. Mal schauen, ob mir das Glück noch hold ist. Und... oh! Was ist denn jetzt kaputt? Ich hab verloren. Ich kann es nicht fassen. Ich hab noch nie verloren. Weil du immer schummelst. Tja. Und siehe da. Drei gleiche Symbole. Ha! Gotcha! Jetzt habe ich gewonnen. So gehört sich das nämlich. Edge, so unschlagbar bist du wohl doch nicht. Und was wird jetzt aus dem versprochenen Preis? Da werde ich wohl nie drüber wegkommen. Ich habe tatsächlich verloren. Da, nimm den Zauberstab und schau, dass du mir aus den Augen kommst. Ich geh ja schon. Mach doch nicht so ein... mach doch nicht so ein... so ein Aufstand, na? Da kann er mal verlieren. Naja, ich lass dich mal lieber in Ruhe und zieh dich nicht weiter auf. Du hast es wohl schwer genug in deinem Leben als Betrügerin. Das heißt, dem gebe ich jetzt erstmal dem Magus wieder. Hallo, darf ich da mal vorbei? Dankeschön. Wir haben nicht alle so viel Zeit, wir müssen auch mal die Welt retten nebenbei. Oh, ich laufe falsch. Hätte mir auch sagen können. Hep, 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 hep. Sauber das mit den Laufschuhen, wird immer besser. So, mein Freund. Zauberstab, ich dir geben, in deiner Hand. Wo? Da vorne. Hallo. Bei der Ehre der Baumwächter. Du hast meinen Zauberstab. Ah, es tut so gut, ihn wieder in den Händen zu halten. Danke. Aber jetzt muss ich einfach im stillen Kämmerlein ein wenig vor mich hinzaubern. Mach's gut, Mel. Was hat es eigentlich mit diesem Entgiftungselixier auf sich, von dem du vorhin erzählt hast? Eben. Ach, das Entgiftungselixier möchtest du gemixt haben? Dazu brauche ich aber doch die Blumen von den Meisterinnen der Jahreszeiten. Ich... geh mal davon aus, du weißt, wie viele Jahreszeiten es gibt, oder? Na, was hält dich dann noch hier? Okay, ja. Diese Maschine sieht aber interessant aus. Originelle Bauweise. Irgendetwas fehlt mir doch. Irgendwas fehlt dir noch. So, okay. Dann gehe ich jetzt mal aus der Stadt, weil ich nicht weiß, was ich noch hier sonst tun könnte.
Und yay, es geht wieder nach draußen. Jetzt gibt's wieder Prügel für böse Koboldbuben und auch anderes Gesocks, was da so rumhängt. Lass mich bitte durch, dankeschön. Ich hätte jetzt auch abkürzen können und irgendwo runterknallen. So, huch! Huch, jetzt bin ich wieder am Anfang, huch! Upsi, das wollte ich gar nicht. Upsa! Ja. So, okay. Grüne Suppe. Na, komme ich da wohl... Oh, Moment mal. Dann gehe ich mal hier lang. Hallo, Baumwächter. So, so. Und was willst du denn jetzt von mir? Ich bin der ehrwürdige Wächter dieser Inseln hier. Normalerweise dürftest du mich gar nicht sehen können. Du scheinst ein paar mystische Talente zu haben und ich rieche, dass du einen frisch gebrochenen Zweig kraftvollen Eichenholzes bei dir hast. Wenn du möchtest, kann ich dir einen Bogen daraus machen. Was hältst du davon? Natürlich hätte ich gerne einen Bogen. Hier, nimm ruhig den Zweig. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja nun dein ganz spezieller Bogen. Glaube mir, es ist eine hervorragende Waffe, die ihre Pfeile schnell und sicher ins anvisierte Ziel sendet. Achte jedoch immer darauf, genügend Pfeile bei dir zu haben. Was ist hier hinten noch? Viel Spaß noch mit deinem Bogen. Falls deine... Das ist ja super. Jetzt kann ich ja wieder in die Stadt gehen und dann mit Amber reden. Schnicki-Schnack. Ich will nicht hier hin. Boot, komm schnell ran hier. Ich brauche Help. Dankeschön. Los, fahr mich zurück. Hätte ich das mal vorher gewusst mit dem Bogen. Mistverdammte, wie viele Pfeile habe ich denn dabei? 50 Stück. Oh, das läuft. Nicht die Welt, aber... Ich bin eh nicht so der Bogenfan. Ich bin lieber der Nahkämpfer. Ihr wisst schon, Angesicht zu Angesicht mit meinem Feind, das steht mir schon eher. Komm. Rutsch rüber, Seilbahn. Erstmal nach Amber. Das hört sich irgendwie nach Sommer an. Wenn wir das nicht schon hatten. Hier hoch war das? Ja. Den haben wir wahrscheinlich unter Waffen. Nein. So. Ja. 50 Pfeile. Okay. Dinglingling. Hallo, kleine Seilbahn. Gut, dass ich immer ein paar Pfeilchen dabei habe. Seit neuestem. Okay. Genug von dem Singsang. Jetzt mehr Eleganz. Okay. Hallo. Ich bin Amber, die Meisterin des Sommers. Ja. Gerne gebe ich dir eine meiner roten Sommerblumen. Aber im Moment bin ich ganz enttäuscht, weil ich die Melodie des Liedes des Sommers vergessen habe. Dabei würde ich so gerne ausprobieren, ob man Heliana dadurch wieder zum Lächeln bringen könnte. Ich habe zwar einige Liederbücher mit ähnlichen Liedern dort im Regal, aber ich kann mich partout nicht mehr an die Struktur der Melodie, die ich suche, erinnern. Wenn wir aber das Prinzip der Komposition der Jahreszeitenlieder erfassen könnten, dann müsste man daraus auch die Melodie des Liedes des Sommers ableiten können. Los, komm, lass uns gleich anfangen. Die Bücher sind dort im Regal. Wir schauen uns einfach den Aufbau der anderen Lieder der Jahreszeiten an. Und dann müssen wir natürlich auch noch das Spielen der Melodie des Sommers auf den bunten Feen-Shakuhashis dort üben. Würdest du das dann für mich tun? Weißt du, ich suche immer noch nach der Melodie des Lieds des Sommers. Wir sollten uns die anderen Lieder der Jahreszeiten noch einmal... Warum muss ich lesen für deine Aufgabe? Kann ich einfach probieren. Das Winterlied, bla bla bla. Grün, blau, blau, grün. Nein. Ich möchte keine Feenlieder lernen. Frühling. Das Lied des Frühlings. Blau, grün, grün, rot. Okay. Rot, grün, grün, blau. Also brauchen wir grün. Nein, nein. Das ist immer noch nicht die richtige Melodie. Die passt doch gar nicht zur Jahreszeit. Die Jahreszeiten haben in unserer Musikphilosophie Farben, die in der Melodie ebenfalls auftauchen. So ist der Sommer rot, wie die Blume des Sommers. Ja, wir wissen die Struktur der Melodie. Ja, ich weiß die Struktur. Nur ich komme nicht drauf. Warte doch mal kurz. Lass mich mal überlegen. Rot, grün und blau, was ist denn Frühling dann? Ach so, das ist ja beides grün dann.
Ja, das ist sie. Ja, natürlich ist sie das. Melodie. Du bist ein Genie, Melvin. Und dabei immer noch so geduldig. Ja, klar. Bewundernswert. Ja, natürlich. Hier, nimm die rote Blume des Sommers, um die du mich gebeten hattest. Gerne. Ich habe dir gerne geholfen, bei 3 Flöten und 4 Melodien auf die richtige Melodie zu kommen. Sag mal, da ist da auch was in. Hast du noch was anderes außer Flügel und Blätter am Kopf oder. Na, ist egal. Man will sich ja nicht beschweren. Hausmeister von Grotos und immer nur alle Aufgaben für andere erledigen. Mann! Los, fahr mich darüber. Das heißt, mir fehlt nur noch eigentlich die Herbstblume. Da müssen wir aber dann in der nächsten Folge mal gucken. Da schauen wir dann weiter. Dann können wir wieder. Da können wir wieder aus Zahilon raus. Und in die Natur, mal in den dunklen Wald, in die Heimat von der Fee des Herbstes oder sowas. Und da können wir dann mal gucken, ob wir so ein Lichtglas oder so finden, damit wir mal die Königin zum Lächeln bringen können. Das aber alles in der nächsten Folge. Hat euch das gefallen? Ja, dann schaut doch auf meinem Kanal vorbei. Würde mich freuen, dann seht ihr mehr von mir. Sonst, wie immer, bis zum nächsten Mal. Ciao.